Wenn du programmieren lernen willst, aber nicht so genau weißt, wo du jetzt genau starten sollst, dann ist dieses Video hier für dich. Die meisten Leute denken, Programmieren ist eine einzelne Fähigkeit. Ich lerne Programmieren und dann kann ich arbeiten als Programmierer. Da ist auch was dran. Allerdings gibt es mehr als 700 verschiedene Programmiersprachen, die aktiv genutzt werden. Und es gibt mehr als 100 verschiedene Berufsbilder, die du als Programmierer machen kannst. Wenn du einen Treiber für einen Drucker programmieren möchtest, dann ist das eine komplett andere Software mit einer komplett anderen Programmiersprache, als wenn du beispielsweise eine Einkaufslisten-App programmieren möchtest. Was auf dem Arbeitsmarkt sehr gesucht wird, sind Leute, die Internetseiten und Apps erstellen. Und das ist auch ein Skill, den man als Quereinsteiger oder wenn man noch keine Vorerfahrung hat, sehr schnell vergleichsweise erlernen kann. Deswegen empfehle ich das Ganze auch immer Leuten, die gerade neu einsteigen. Die relevanteste Programmiersprache hier heißt JavaScript. Das ist die Programmiersprache, mit der ein Großteil des gesamten Internets geschrieben wurde. Wenn du dieses Video hier gerade auf YouTube guckst, auch YouTube ist zu großen Teilen mit JavaScript geschrieben. Also du siehst, der erste Schritt ist zunächst einmal, dir auszusuchen, mit welcher Programmiersprache du überhaupt arbeiten willst. Der zweite Schritt ist dann offensichtlich, diese Programmiersprache zu lernen. Aber bevor du jetzt sofort in den Buchladen rennst, stopp! Wenn man Programmieren lernt, dann lernt man nämlich anders als zum Beispiel bei der Gedichtsanalyse in der Schule. Programmieren ist etwas Praktisches. Deswegen solltest du gleich von Anfang an praktische Projekte bauen. Aber bevor du jetzt damit anfängst, solltest du natürlich, was noch viel wichtiger ist, erst einmal herausfinden, ob dir Programmieren überhaupt Spaß macht. Das heißt, mach erstmal ein paar Tutorials, beispielsweise auf unserem YouTube-Kanal. Programmier das Ganze so, wie es im Tutorial erklärt wird, nach. Schau, ob du das Ganze verstehst und vor allen Dingen, ob dir das Ganze Spaß macht. Und wenn es dir so geht wie mir und du merkst, wow, das ist ja total cool, was man mit wenigen Zeilen machen kann, dass man wirklich aus dem Nix nur mit seinem Computer so etwas schaffen kann, dann bist du auf jeden Fall richtig und dann macht Programmieren dir offensichtlich Spaß. Und wenn du sagst, Programmieren ist das Richtige für dich, dann fängst du jetzt an mit dem Lernen. Das Erste, was du jetzt machst, ist, du baust dein eigenes Projekt. Und hier ist jetzt wichtig, dass du nicht gleich das nächste Facebook baust, sondern dass du zunächst einmal ein extrem leichtes Projekt wählst. Das heißt, bau dir zum Beispiel so etwas wie eine To-Do-Liste, eine kleine Notiz-App, wo du ein paar Texte speichern kannst, eine Einkaufsliste und so weiter. Mit der Zeit dürfen die Projekte dann natürlich anspruchsvoller werden. Dadurch, dass du projektorientiert lernst, wirst du auch verschiedene Probleme haben, die du nicht lösen kannst. Bei diesen Problemen lernst du dann beispielsweise mit dem Debugger umzugehen und eine stabile Softwarearchitektur aufzubauen. Und der allerwichtigste Skill ist googeln. Wenn du programmieren lernst, dann solltest du von Anfang an verstehen, dass du niemals alle Fähigkeiten, die du dafür brauchst, aus einem Tutorial lernst. Du solltest stattdessen richtig gut im Googlen werden. Das heißt, egal was für ein Problem du hast, wenn du nicht weißt, wie du mit JavaScript irgendwo einen Button einfügen kannst, der eine gewisse Aktion macht beispielsweise, dann google das. Alles ist im Internet bestens dokumentiert. JavaScript zum Beispiel ist die verbreitetste Programmiersprache der Welt zusammen mit Python. Ja, das heißt, wenn du nach JavaScript googelst, wie du etwas machst, wirst du, wenn du richtig googelst, auch eine Lösung dafür finden. Und der nächste Schritt lautet, gar nichts, den gibt es nicht. Es gibt nur drei Schritte. Nummer eins, fang an, dir eine Programmiersprache rauszusuchen. Nummer zwei, guck dir an, ob das Ganze auch was für dich ist, ob es dir Spaß macht. Und Nummer drei, baue Projekte, Projekte, Projekte. So viele Projekte, wie du nur irgendwie bauen kannst, leichte Projekte und dann komplexere Projekte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zusammen an den Computer und ich zeige dir einmal, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Wir sind jetzt also am Computer und legen los zu coden. Gerade am Anfang sollte für dich wichtig sein, so schnell wie möglich zu starten. Das heißt, ich zeige dir jetzt nicht, wie du erstmal Ewigkeiten irgendwelche Programme installierst, sondern wir starten direkt mit einem Programm, was in deinem Webbrowser läuft. Und zwar einen Online-Editor. In diesem Fall playcode.io/JavaScript. Der läuft direkt im Webbrowser, du musst dich nicht registrieren, gebe einfach nur diese URL hier ein. Das Ganze verlinke ich dir natürlich unter dem Video. Hier steht ja schon so ein bisschen Code, den schmeißen wir erstmal raus, denn wir wollen wirklich von Null unseren Code zeigen und ich will dir einfach mal kurz zeigen, was man so machen kann. Wir haben außerdem noch eine Einstellung, die wir ändern sollten und zwar, wenn du auf diesen Play-Button hier so rüber gehst, hier rechts unten solltest du diese Live-View rausnehmen, das kann nämlich ziemlich nervtötend sein. Also einfach dieses Ding hier raus. Die Website-View brauchen wir nicht, die nutzen wir nur, wenn wir eine Webseite erstellen würden. Und jetzt können wir auch schon loslegen.
Das erste, was wir immer in JavaScript lernen, ist console.log. Damit kannst du dir einen Text, wie zum Beispiel Hallo oder sowas, auf der Konsole, das ist dieses Ding hier unten, anzeigen. Wenn du auf diesen Play-Button hier rechts drückst, zack, dann wird dein Code immer ausgeführt, und zwar von Zeile 1 nach oben bis nach unten. Wenn du mehrere Zeilen hättest, würde es hintereinander ausgeführt werden. Und du siehst, wir haben jetzt hier in der Konsole den Text Hallo. Wenn du mehrere von diesen Log-Statements hättest, ja, Hallo, Hallo 1, Hallo 2, dann siehst du, dass hier mehrere Texte angezeigt werden. Das Coole ist, dass du hier nicht einfach nur Text anzeigen kannst, sondern du kannst beispielsweise auch eine Variable definieren. Das geht so, da schreibst du zum Beispiel einen Namen rein. Das heißt, die Variable heißt Name und hat den Wert Yunus. Und diese Variable kann ich jetzt mit dem Text hier in den Klammern verknüpfen. Das heißt, ich schreibe einfach Hallo Name. Wenn du Steuerung S drückst, dann steht hier noch, dass du dich einloggen musst. Das musst du aber erstmal nicht machen. Ja? Wichtig ist jetzt, du hast hier eine Variable, verknüpfst die mit diesem Text hier auf der linken Seite und schreibst jetzt hier Hallo Yunus. Und das Coole ist, du brauchst hier nicht mal einen festen Namen, sondern du kannst hier zum Beispiel Prompt eingeben und hier zwischen die Klammern bitte Namen eingeben schreiben. Und wenn du das Ganze jetzt ausführst, siehst du, dass hier, sobald du dein Programm startest, ein Fenster aufgeht, wo steht bitte Namen eingeben. Und wenn ich jetzt hier meinen anderen Namen Tom reinschreibe und auf Enter drücke, dann steht hier Hallo Tom. Das heißt, wir haben hier eine Funktion von JavaScript genutzt. Diese Funktion öffnet ein Fenster, da können wir Text eingeben und dieser Text wird dann automatisch unserer Variable Name zugewiesen. Und das Ganze wird dann hier mit dem Text Hallo verbunden. Und so können wir so tolle Sachen machen. Du kannst zum Beispiel auch ein anderes Fenster nehmen und das heißt Confirm. Und in diesem Confirm kannst du jetzt schreiben, willst du JavaScript lernen? Und jetzt geht ein Fenster auf, wo du zwei verschiedene Möglichkeiten hast. Du könntest jetzt sagen, wenn du JavaScript lernen willst, also if confirm JavaScript, wichtig ist, dass wir hier diese Klammern noch außenrum wieder drum haben, dann kannst du jetzt hier irgendwas anzeigen, wie zum Beispiel console.log. Toll! Und am besten machst du hier noch so geschweifte Klammern drum. Ja, das ist nochmal ganz hilfreich. Dann hast du hier einen sehr sauberen Code. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, dann können wir hier erstmal den Namen eingeben und dann steht hier, willst du JavaScript lernen? Und du sagst, okay, dann steht hier Hallo Yunus und hier drunter steht, toll. Du kannst jetzt aber auch eine Alternative angeben, wenn jemand nicht auf OK drückt. Das heißt, du kannst hier sagen, console.log, schade. Und jetzt wird, je nachdem, was du hier auswählst, immer entweder der obere Block ausgeführt, also dieser hier, oder der untere Block, also dieser hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier schreibe Tom und Tom will kein JavaScript lernen und ich drücke hier auf Abbrechen, dann steht hier Schade. Und auch wenn das jetzt natürlich noch nicht so unglaublich viel Wissen ist, ist alleine das hier schon etwas, womit du theoretisch dein eigenes Spiel bauen könntest. Ich habe hier mal so ein Beispiel aufgemacht, das verlinke ich dir auch unter dem Video, das heißt Adventure. Und wenn du hier drauf drückst, dann fängt hier ein Spiel an. Hello, we are going now on an adventure to find a diamond. Ja, und hier musst du jetzt irgendwie einen Diamanten finden und hier beginnt jetzt so ein RPG, also so ein Rollenspiel, ja, wo halt ein Ding hinter dem anderen aufgeht. Hier steht jetzt erstmal, tippe deinen Namen ein und dann steht hier, hello Yunus, you are at a table, on the table, there are three things, a hammer, a flower and a shovel. Choose one item to bring on the adventure. Also du sollst jetzt einen Hammer, eine Pflanze oder eine Schaufel aussuchen. Ich nehme den Hammer und drücke auf OK. Und jetzt steht hier, was man ausgewählt hat. Und jetzt steht hier, you enter a dark forest und so weiter. Ja, also ein richtig tolles Rollenspiel. Das spielen wir jetzt nicht natürlich komplett durch. Ja, aber es ist halt extrem cool, was du hier für Möglichkeiten hast. Nur mit den Tools, die ich dir gerade gezeigt habe. Das heißt, wenn du jetzt heiß darauf bist, JavaScript zu lernen, kannst du alleine mit dieser Funktionalität schon dein erstes kleines Rollenspiel bauen. Probier das gerne mal aus. Ja? Das ist nur eine der wenigen Sachen, die du mit JavaScript machen kannst. Du kannst damit Internetseiten bauen, du kannst
Apps bauen und vieles, vieles mehr. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau einfach mal auf diesen YouTube-Kanal. Wir haben hier jede Menge verschiedene Videos und Tutorials für nahezu alle gängigen Programmiersprachen, nicht nur für JavaScript, und die sind immer komplett anfängerfreundlich. Das heißt, auch wenn du noch nie eine Zeile Code geschrieben hast, wirst du den Tutorials folgen können. Also schau dir das gerne mal an und guck, ob Programmieren überhaupt etwas für dich ist. Und wenn du sagst, hey, das Ganze macht mir super Spaß, ich will das Ganze sogar beruflich machen, dann lade ich dich ein, klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung, da kommst du nämlich zu unserer Webseite. Mein Job ist es nämlich, Quereinsteiger auszubilden zu gefragten Softwareentwickler und sie zu bringen bis zu ihrem ersten Job. Und wenn dich das Ganze interessiert, wenn dich eine Weiterbildung zum Softwareentwickler interessiert, dann kannst du dich da informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da können wir nochmal auf deine individuelle Situation eingehen und können schauen, ob das Ganze für dich Sinn ergibt, ob wir dir überhaupt weiterhelfen können, ob du das Ganze machen solltest. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald persönlich in einem Call. Ja, also mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ansonsten abonnieren nicht vergessen. Dein Yunus.